Ausgehend von der Farbanalyse müssen wir natürlich dieses System übertragen auf das Keramiksystem. Das heißt, wir müssen eine Masse bewerten nach dem Helligkeitswert und nach der Transparenz. Zum Beispiel so ein Keramiksystem ist verschieden geordnet. Das Opakeste, was wir kennen, sind die opaker Massen. Die streicht man auf. Das deckt eigentlich den ganzen Untergrund ab. Eigentlich fast immer zu finden in der Metallkeramik, weniger in der Zirkonkeramik. Aber auch da ist es manchmal gefragt, wenn man verfärbte Stümpfe hat. Dann danach kommen sozusagen Opaktintine. Die gibt es eigentlich nur bei der Metallkeramik. Die verwenden wir aber weniger. Was wir viel mehr verwenden, sind dann Opaktintine, die vielleicht 80% Opazität haben, die aber stärker eingefärbt sind, stärker pigmentiert sind. Da können wir mit ganz dünnen Schichten arbeiten und da erreichen wir auch sozusagen die Abdeckung des Untergrunds. Ja? Danach kommen so die Dentinmassen, ne? Die haben so 60% Opazität. Danach kommen Schneidemassen, ja? Die haben so 40% Opazität. Und danach kommen die Transfermassen, da gibt es neutral, fluoreszierende Transfermasse, aber auch Transfer-Window zum Beispiel, die ist dann ganz transparent, das ist eigentlich so das Transparenteste, was wir kennen. Wichtiger aber in jedem System sind so diese Zwischenmassen. Es gibt dann zum Beispiel nochmal transparente Dentine, nenne ich sie mal, Zervikaltransfermassen, die legt man aufs Dentin auf, dann kann man das alles noch ein bisschen dreidimensionaler gestalten, ein bisschen transparenter gestalten. Und das sind so die Bereiche, die wir mit opaken Massen abdecken. Dann gibt es natürlich Massen für den Helligkeitswert, das heißt weißliche Massen, weißliche Dentine können den Helligkeitswert anheben. Haben wir auch Massen, wo wir den Helligkeitswert senken können, also zum Beispiel hier diese Zervikal Transpar, die senkt den Helligkeitswert ganz einfach. Oder graue Schneide, wie eine Schneide 60, die senkt den Helligkeitswert dann auch. Dann gibt es Massen, die fluoreszierend sind. Das heißt, es gibt so eine Transparfluoreszenz, aber auch zum Beispiel diese stark fluoreszierenden Massen, FD-Dentine. Was das System so ein bisschen abrundet, ist dann Massen, die für die Opaleszenz zuständig sind, also spezielle Schneidemassen, EOPs genannt. Und damit kann man dann sozusagen im inzisalen Bereich arbeiten. Was heute aber mehr und mehr wichtiger wird, ist zum Beispiel das Arbeiten mit Bleach-Dentinen, also mit so einem, ja, mit Bleach-Massen. Da gibt es ein spezielles Set und da befinden sich natürlich verschiedene Massen, also auch nochmal verschiedene Dentine. Was ich nehme, oft ist das Bleach-Dentin 1, das ist ja, so eine A0 letztendlich und auch die Bleach-Schneide, die ist auch eine hellere Schneide, vielleicht nicht ganz so weiß, aber transparent genug, dass man auch viel Helligkeit bekommt. Ja, dann brauchen wir noch die Gammenmassen, also immer wenn wir Zahnfleisch rekonstruieren müssen, brauchen wir verschiedene Massen, die dann letztendlich ja auch ein eigenes Farbsystem haben. Wir haben verschiedene Massen zur Auswahl, verschiedene ja auch Opazitätsstufen und wir müssen da auch letztendlich ein Schichtkonzept lernen, wie bei der weißen Ästhetik auch.